Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EFT. Ich bin zurück. Wir haben Mechanik auf Stufe 2 und haben massiv viele neue Teile dazu bekommen, wie man sieht. Massen an Anbauteilen. Bitcoin können wir traden. Oh, guck mal, das ist gar nicht so weit weg. wir können... Okay, das ist krass. Eine AUG? Mit zwei Zündkerzen, oder? Das ist Electric. Okay, cool. Gut, dass wir das Zeug alles aufgehoben haben. Eine P90 mit 6 GB. Die haben wir noch im Rucksack. Ah, wir können tatsächlich 10 Bitcoin. What? Ein Waffenkoffer. Das ist den wir brauchen, damit wir da Waffen reinlegen können. 10 Bitcoin. Filter nach Item. Bitcoin kannst du nicht kaufen, kannst du tauschen. Oder wir finden welche. 10 Stück. Okay. Boah, das ist bitter. Eine M700. Military Kabel haben wir tatsächlich auch schon gefunden. Massen an Zeug bei Mechanic. Vor allem richtig geiles Zeug bei Mechanic. Subsonic. Cool. Und ja, wir brauchen jetzt einmal bei Rackman. Wir brauchen nochmal 3 von den Markern. Mein Charakter ist richtig, richtig voll im Moment mit Zeug. Wir nehmen mal alle Ambulanzen, müssen wir hoch. Nehmen wir den letzten Marker auch noch mit. Wo man ja den hingepackt hat. Aber mit Stufe 20 sind wir halt jetzt tatsächlich wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Ich finde den letzten Marker nicht. Wir haben ganz viel Zeug, was wir verkaufen können. Da ist er. Dann nehmen wir den letzten Marker noch mit. Das Ding ist relativ teuer. Wir gehen jetzt nochmal auf Shoreline. PMC und sagen Shoreline. 8 Uhr, das ist super. Dann einmal rein damit. Versichern. Yo, yo, yo. Und laufe jetzt einmal nochmal Shoreline durch. Wir müssen einmal hoch ins Ressort. Da steht eine Ambulanz vorne dran. Die jetzt anderen zwei Ambulanzen für Therapist stehen beim Ausgang Tunnel. Dann müssen wir noch den Panzer in der Nähe des Tunnels markieren, unter anderem. Und wir müssen noch Skeffs töten mit unserer AKMN, die wir haben. Ich will immer MS sagen. AKMS, AKMN ist es. Wegen dem Sidemount. Ja, knüpft eigentlich ganz okay. Wir haben jetzt nach wie vor nichts für Range dabei. Das Problem ist, ich habe mir überlegt, wir nehmen vielleicht eine VPO noch als Zweitwaffe mit. Wir sind jetzt schon überladen. Wir sind jetzt schon überladen, wenn wir in den Raid reingehen mit unserer Weste und unserem Helmchen, den wir haben, der uns aber das Leben rettet. Also der Helm und die Weste. Deswegen, ja, viel mehr können wir nicht mehr mitnehmen. Ja, theoretisch können wir nicht mal mehr einen Rucksack mitnehmen. Deswegen, unser PMC ist nicht so hoch gelevelt, dass es das zulässt. Ist ein bisschen schade, das wäre cool, wenn du ein bisschen mehr tragen könntest. Muss jetzt nicht mega fies sein, aber dass du zumindest nicht von der Grundausrüstung schon mal überladen bist. Wäre ganz geil, weil es ist ein Loot-Shooter. Oh, wir sind in dem Dörfchen, okay. Ne, warte mal, ist das der Willen? Ne, das ist das Dörfchen, hier steht der Panzer. Das müsste gleich das Dörfchen sein mit dem Panzer, oder? Ich habe hier null Orientierung. Ja, das ist Dörfchen mit dem Panzer. Ich weiß noch nicht, wo der Panzer genau steht jetzt hier. Haben wir Einzelfeuer? Da steht er. Da ist unser Denk. Hier ist ein Spawnpunkt. Da ist der Tunnel. Wir können direkt vor die Krankenwagen markieren. Hier gibt es auch mehrere Spawnpunkte, deswegen kann auch sein, dass uns gleich was entgegenrennt. Ich glaube, dass die NPCs ganz normal in den Spawnpunkt spawnen. Wäre sonst doof, ehrlich gesagt. Aber unseren letzten Panzer haben wir gleich markiert. Und da vorne stehen die zwei Ambulanzen. Gucken wir mal. So, unseren Panzer haben wir. Cooler Spawnpunkt tatsächlich für die Quest. Kann ja auch mal gut für uns laufen. So, da ist die erste Ambulanz. Die zweite steht ja auch irgendwo. Hört sich recht nah an. Da ist schon die zweite. Ich weiß gar nicht, ob wir abwarten müssen, bis der erste platziert ist.
Ja, da habe ich zu lange, er sieht mich auch. Ja, jetzt zu lange, weil ich habe auf 100 Meter gestellt. Die Taste müsste ich irgendwie umlegen. So, wir warten jetzt noch ganz kurz, bevor wir irgendwelchen Blödsinn machen. Was der erste Marker durch ist, dann platzieren wir den zweiten nach, können wir den ganzen Blödsinn machen. Hä? Hier ist kein Platz? Da ist Platz. Ach so, weil ich im Weg stehe. Ich stehe mir mal wieder selbst im Weg. Auf der Insel spawnen Scavs. Kann doch sein, dass es kein Scav war. Sehen zumindest nicht mehr. Aber wir warten auf jeden Fall kurz ab. Die letzte Ambulanz ist dann oben. Im Resort. Steht auf dem Platz davor. Okay, die Hammer. Keine Ahnung, wo der Dude ist. Aber ganz ehrlich, die Distanz ist mir auch ehrlich gesagt zu weit. Sind zwar keine 100 Meter und müssen höher halten praktisch. Ende des Tanzes ist jetzt nicht so Bombe. Das war's, da brauchst du einen Sniper, das mit unserer AKM. Sind wir da nicht richtig? Wir gucken, dass wir Richtung Ressort kommen. Das war einmal eine komplett andere Richtung. Also nach hier oben. Mal gucken. Hier bei den zerstörten Häusern, es gibt 2 Milliarden Verstecke, die jetzt mittlerweile aber nicht mehr alle spawnen. Früher habe ich hier gerne Stash-Runs gemacht. Oder Hidden Stash. Das ist auch so lange her, dass ich glaube, ich finde die Hälfte gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, die schießen auf mich. So, da sind die Villen. Da könnte man höchstens nach einem USB-Stick suchen. Wir gucken, dass wir weiterkommen. Wir können übrigens nicht schwimmen. Das nur mal fürs Protokoll. So traurig es klingt, so ist es. Das sind auch gerne mal Scavs. Wir brauchen zwar auch noch welche, aber... Ich weiß gar nicht, hier sind schon auch normalerweise welche. Hier mit dem Thermal. Das ist der King. Ich finde Entfernung hier zu weit für die AKM. Noch sind wir nicht so krass übergewichtig. Diese Soundbugs. Es ist unglaublich. Keine Ahnung, ob das ein Schuss war oder was auch immer es sein sollte. Hier war ich eigentlich immer gerne. Hier hinten gab es immer ein Versteck am Baum. Keiner da, oder was? Aber man sieht ein bisschen was, glaube ich. Selbst wenn es hier mega dunkel ist. Ich glaube, man sieht ein bisschen was zumindest. Hier gibt es, glaube ich, auch einen Registerschrank. EP. SP, die war kacke.
Boni, die wir nicht spielen wollen. Die Kasse. Ja, da sind die Registerschränke. Ist leer. Nicht alle lootbar, aber ein bisschen. Komm, gib mir einen USB-Stick. Dann bin ich hier aber sowas von raus. Diese blöde Quest dauert halb ein halbes Jahrhundert. Salz. So, mal gucken, dass dieser Hidden Stash da ist. Leider keine Scavs. Wir können auch Scavs spawnen. Er ist hier am Baum. Doch, ist da, oder? Ja, ist da. Da kann alles Mögliche drin sein. In den Dingern. Deswegen habe ich immer so gern gelootet. Wie so eine Wundertüte. Ja, kann mega bescheuert sein. Kann auch richtig geiler Stuff drin sein. So, dann gehen wir das Ressort hoch. Komm hier hoch. Und eigentlich die Straße und dann rechts von der Straße müsste der Ambulanzding stehen. Der letzte. Da haben wir die alle markiert. Die Tanks haben wir markiert, dann können wir eigentlich raus. Müssen wir mal gucken, wo wir raus können. Ah, du hast so gesehen, den Typ. So, und hier müsste die Ambulanz sein. Da ist er. Eigentlich mega unangenehm. So, letzter. Ja, wir gucken uns den Scav kurz an. Der hier irgendwo im Gras rumchillt. Ja. Eine VPO. So, die Dinger haben wir markiert. Mal auch schon ein bisschen Loot einstecken. Maske. Makrelen. Ischka. Ich find's cool, dass sie das... Also kommt aber noch an, wie viel sie looten. Wenn es irgendwann zu viel wird, müssen wir mal gucken. Aber so ein bisschen Loot ist ganz cool, wenn die haben. Ist auch realistischer. Weil es gibt ja Scav-Spieler beispielsweise, die halt die Taschen voll haben. So, wo müssen wir raus? Auto zur nördlichen Straße. Road to Railroad. Auto. Weg nach Lighthouse. Gleisbrücke. Gleisbrücke. Straße nach Customs. Straße nach Customs. Okay, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Wir können jetzt noch runter. Richtung Wasserkraftwerk. Da nochmal gucken, ob wir Scavs finden. Da sind nun mal Touren da viele rum. TMC ist aber, glaube ich, hier noch gar keinen gesehen in der Map. Die hocken irgendwo im Busch. Ist das Sniper-Heini da? Sehen zumindest nicht. Doch, da ist er. Den müssen wir wegmachen. Den mal treffen müssen. So.
10 wieder nicht. Ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Jetzt bräuchte man... Okay, wir haben beide. Das müsste der Sniper gewesen sein. Das müsste der Sniper gewesen sein. Nee, die passt nicht. Die hier passt. So, da gehen wir hin. Da liegt Technik-Stuff rum, die wir noch brauchen. Ja, wir haben eine in der Weste gefangen. Und dafür haben wir sie ja an. Deswegen gehen wir auch so dick rein. Mit einer dicken Weste. Damit wir uns auch mal eine Kugel tanken können. Okay. Ah, vielleicht sollen wir doch mal über noch bessere Muni nachdenken. Mal gespannt, was er für eine Weste anhat. War ein normaler Scaff auch. Komm, der nächste. Kommt nur! Umso mehr, desto besser. Ich brauche euch noch. Immer ran hier. Vor allem auf die Nähe können wir sogar Autofeuer schießen. Makrelen. Wasser bräuchte man. Euer Sniper-Scaff ist tot. Das ist gar nicht so... Na gut, das sind Dreierweste. Der hat eine VPO. Aber ohne Visier. Ah, Zucker wäre für Energie gut. Aber fehlt Wasser. Schlüssel. Zwei Hosen nicht. Was sagen, hier ist so der andere Dude. Eine VPO gelootet von irgendjemand? Das ist schon geiler, dass die Zeug looten. Das macht durch, das Durchsuchen der Scaff macht einfach mehr Spaß. Dauert auch länger, aber macht auch mehr Spaß tatsächlich. Scaff Backpack. Zweimal Nudeln. Das wäre der Checkpoint für die Nudelmission, die wir ganz am Anfang mal hatten. Ah ja, sehr schön. Aber das ist halt leer, das Teil. Und noch mehr Nudeln. Alter, das ist der Nudelgott. The Godfather of Noodles. Wo bist du gelandet? Da. So, was hast du uns mitgebracht? Eine Musin. Infanterie. Theoretisch können wir übrigens jedes Mal die Messer mitnehmen. Das ist eine Granatmuni. Ein RAM FMJ. Oh. Vaseline. Drei aber nur noch. So. Eintreten. Da kommen wir ganz normal rein. Da gibt es aber, glaube ich, auch noch einen Raum, den du öffnen kannst. Aber hier liegen Technikkisten rum. Im Normalfall. Nude ist ja mittlerweile ein bisschen random geworden. Hm, früher gab es hier Technikkisten ohne Ende. Das eine. 32 Kilo müssen dann eh raus. Nägel, Schrauben, ja, immerhin. Bisschen was wert. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein, aber aus Schlüssel für. Ja. Okay, dann können wir wieder gehen. Immerhin mal was Gäste da. Mal ganz kurz hier runter geschielt, aber ich sehe tatsächlich nichts, was wir noch mit looten könnten. Jacken, boah, USB-Stick.
meine, es gibt auch alles Erfahrungspunkte. Was hast du denn einstecken? Eine Pestmaske. Geht, glaube ich, nicht, oder? Doch, geht tatsächlich. Das Ding bringt ein bisschen Kohle. Rubel. Okay. Geht nicht. Wir müssen eher auf der Seite bleiben. Also wir sind schon auf der richtigen Seite. Die ganze Map wird durch diesen Fluss geteilt. Okay, hier haben wir jetzt aber alles umgebracht. Aber hey, immerhin. Hat sich gelohnt. Für unsere Scav-Bilanz. Ich würde tatsächlich sagen, unten theoretisch können wir noch den Tresor mitnehmen. Wir können aber auch nochmal hoch zum Signalding. Da kommen wir eh vorbei. Hier bei unserem Tank, wir wissen es ja. Und da können wir den Tresor noch mitnehmen. Und vielleicht nur eine Grafikkarte oder irgendwas anderes. Bitcoin. Da wir jetzt wissen, dass wir 10 Bitcoin brauchen. Man kann später, also 10 Bitcoin geht später, weil du hast später eine Bitcoin-Farm. Dafür brauchst du Grafikkarten, die wir erstmal finden müssen. Aber dafür würde ich auf Interchange gehen, das funktioniert da wohl ganz gut. Und dann kannst du mit diesen Grafikkarten die eigene Bitcoins ermeinen. Kostet sich dann beziehen, kostet ein bisschen Kohle, aber es ist trotzdem eine Win-Situation. Ewig keinen Schuss mehr gehört. Wie viele Minuten haben wir das? 26 Minuten. Ja, die Runden dauern recht lange, aber ich lasse mir auch Zeit. Achso, ihr könnt auch Scaffies sein. Weil ich hier so sorglos rumrenne. Ich sehe aber zumindest schon mal keinen. Okay, zumindest da rennt einer. Ist der auf dem Dach? Also der nicht, aber ein anderer. In Hammer. Guck mal, die Tasche ist nicht mehr da. Im Mailier lag da auf dem Tisch, das habe ich gesehen. Ist aber uninteressant. Ah ja. Ein Kühler und ein DVD-Laufwerk. Wie gesagt, hier kann auch eine Grafikkarte liegen, Gameboy liegen. Wir haben jetzt nur einen Kühler gefunden. Ein Hahn. Ja, holla. Und Rubel. Rubel, Euro, Rubel, Rubel. Wir haben ja ein bisschen viel Kohle einstecken, ehrlich gesagt. Ein goldener Hahn. Wie teuer bist du? Wahrscheinlich mehr wie ein Car-Repair-Kit. Mehr wie ein kaputtes CMS. Kommst hier rein. Die Munition kann da rein. Das Ding kann weg. Duct Tape, keine Ahnung. Machen wir den Zucker da rein. Boah. Registerschrank ist das hier aber auch der Checkpot, oder? Wir haben noch kein Geld. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben keinen Platz mehr. Matches. Brauchen wir momentan nicht mehr. Marlboro. Ich habe keine Ahnung. Früher hat man 2 Milliarden Zigaretten gebraucht. Ich glaube, man braucht mittlerweile weniger. Matches. Reiniger. Den konnte man tauschen. Wir gucken mal, wie gesagt, in den Dingern ist halt die Möglichkeit auf einen USB-Stick. Abgesehen davon, dass da allgemein geiler Loot drin sein kann. Ich glaube, draußen rennt was. Ich höre es nur vor lauter Loot-Geräusch nicht. Keck. Ah, waren 20.000. Wobei hätte man. Naja, Keck können wir vielleicht noch mitnehmen. Linker Schrank, vorletzter Schub. Können wir uns mal merken. Haben wir für die 60er Magazine gekauft, deswegen weiß ich den Preis. Warum letzter? USB. Ah, ist irgendwas HDD. Das
Heck noch mit. Boah, wir sind... Wie langsam wir ums Eck kommen. Ist ja Wahnsinn. Weißt du, ob da oben einer umtouren kann? Wahrscheinlich schon. Eine VPO. Die würde ich auch gerne spielen hier. Macht mehr Sinn wie das, was ich habe. Ein Kabel. Brauchen wir nicht mehr. Wir bräuchten immer noch diese T-Stecker übrigens. So doof sie. Die übrigens auch in den Registerschränken vorkommen können. Was hast denn du vorgehabt? Auch schon wieder Zucker. Ah, perfekt. Okay, was zu essen. Geht Wasser runter. Wir haben nebenbei was zu trinken. Alles verwenden. So, wir gucken, dass wir rauskommen. Wir haben die Mission abgeschlossen. Wir waren jetzt hier nochmal. Wir haben da nochmal einen Scaff haben wir nochmal umgehauen. So, da unten, da ist unser Ausgang praktisch. Auf der Construction hier rechts von uns. Dies ist das mit dem blauen Zaun. Da kann noch Scaffs sein. Wobei, vor uns kommen eh nochmal welche bei dem Turm. Da kommt noch so ein Turm, da können auch nochmal welche sein. Was wir tatsächlich noch nicht gesehen haben auf der Map, ist ein PMC. Also nicht ein. Die Entfernungen sind halt krass groß. Das mit unserem Billowscope. Wobei eine AKM keine Range-Waffe ist, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Rennt da was? Ich sehe nichts. Da war was. Naja, hab dann gesehen. Wir haben das hier einmal im Laufen auch getroffen. Der Arsch hat mir einen Arm weggeballert. Heavy Bleeding verwenden. Okay, ist kein Problem. Das packen wir auf die 4. Den Arm tackern wir uns ran. Skillen wir noch ein bisschen Heal. Zwei Scaffs haben wir nochmal umgebracht. Einer mit dem UN-Helm. Der war auch schon wieder zu weit weg für die AKM. Ich meine, klar, wir haben getroffen. Wir haben sogar ein Gen getroffen. Bin ein bisschen stolz auf mich. Aber trotzdem. Packen wir auf die 5. Painkiller. Looten würde ich den Dude trotzdem noch gerne. Da ist der eine. Ja, sein Helmchen. Da haben wir einmal reingeschossen. Coole Weste. Nochmal einen Ho. Wieso habt ihr alle Zucker dabei? Das Zeug ist eigentlich recht viel wert tatsächlich. Aber wenn es voll ist. Wollen wir uns um den noch anschauen wollen. Ja, wir wollen. Moin.
Okay, seine Weste hat auf jeden Fall auch einen Schuss getankt. Die ist runter. Er hat eine MP gelootet. Ganz ehrlich, du raus, du rein, du rüber, du dahin. Einen Lachs können wir uns gleich noch reinziehen. Oh, einen Schlüssel wieder. Alter, wieso? Das ist die Schlauchmap, kann das sein? Oh, da oben rennt was. Sehen nicht, das ist schlecht. Kann auch sein, dass er nach links weiter ist. Oder er uns doch gesehen hat. Ich habe ihn gesehen. Nicht, dass er uns einen kleinen Rücken ballert. So, normalerweise müsste ja doch auch die Lichter leuchten. Ne, warte mal. Das ist, glaube ich, eh nur, wenn du einen Skeff dabei hast. Road to Customs brauchen wir. Oder? Straße nach Customs gehen wir. Ja, die ist da oben. Also praktisch den Weg hier entlang. Muss ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt sehr gut überladen. Weil wir die ja da noch mitschleppen. Road at Railroad. Kommen wir auch raus? Ah, ist gefährlich. Das sind Minen. Wir überleben zwar einen, aber... Das sind übrigens ab und zu mal Skeffs da vorne. Was ist das hier? Nee, ganz da hinten. Und hier, wo Baumstämme sind, werden keine Mine liegen. Zug. Weg nach Leiterhaus, Schmugglerpfad, Boot, Bergsteigerpfad, Straße, Auto zur nördlichen Gleisbrücke. Doch, Gleisbrücke. Ist das hier? Geil. Den nächsten kenne ich noch gar nicht. Ja, in. Da wäre der andere. Den kenne ich. Gleisbrücken-Exit. Nicht schlecht. Schöner Raid. Altmetall abgeschlossen. Zwei Quests wieder abgeschlossen in dem Raid. Die Skeffs brauchen wir noch. Taschen voll. Leider Charakter auch voll. Wir müssen gleich was verkaufen. Wir haben insgesamt 8 Skeffs getötet. Den Sniper-Kopfschuss tatsächlich auf 77 Meter. Immerhin. Bestätigen. Einen Arm haben wir verloren gehabt, aber auf die Entfernung. Gut, shit happens. Vor allem hatte der die Sniper. Ich glaube, der hat eine VPO gehabt. Oder? Nee, das war, glaube ich. Nee, war das nicht der, der eine. Hatte der nicht 2 Schrotflinten? Ich weiß nicht mehr. Der am Zaun. Wir haben ihn im Laufen getroffen, da war ich recht stolz drauf. Aber seine Weste hat den Schuss komplett abgehalten. Was bitter war. So, wir werden jetzt mal ein bisschen was verkaufen müssen, zwangsweise. Wir haben keinen Platz mehr. Das heißt, wir gehen jetzt einmal durch, werden einmal bei Brapor, wir werden jetzt einmal Kohle machen. So, das Zeug hier kann weg, Leuchtpatrone kann weg. Cut, 18.000 CMS, das brauchen wir noch. Das Ding kann weg, das kann weg. Das sind die Standardteile, die wir von der AK abgebaut hatten, vorhin vor 2-3 Folgen. Das Ding kann weg, das kann weg. Muss um den Schlüssel sortieren. Fuel. 41.000 bringt das Teil. Okay, krass. 50.000 die MDR. Wir brauchen bei ihm ein bisschen Umsatz. 34.000. Therapist. Haben wir eigentlich mehr als. Naja, 24. Doch, wir hätten sogar genug Umsatz. Und die gibt uns am meisten Kohle für. Die Stims, wobei 11.000, ja, 13.000, 3.000 Rubel mehr praktisch pro Stim.
Die sind mehr wert, wenn wir es so verkaufen, aber wir brauchen hier bei Skier noch Umsatz. Das Ding, 1700. 108.000. Okay, die hat sich gelohnt rauszuschleppen. MDR. Inch Barrel. Das ist das längere Ding. Das längere Ding. Geile Beschreibung, Pepe. Super. Das Ding kann nur weg. Griffe, Magazine würdest du kaufen. Muni würdest du kaufen. Schrot spielen wir im Moment eh nicht. Wobei wir, glaube ich, eine spielen müssen, zwangsweise sogar wieder. Okay, es sind 98.000. Ist das voll, oder? Ja. Relativ. Ja, relativ voll. Hier können wir natürlich jetzt hergehen. Wir können mal ins Versteck gucken, was wir da brauchen. Wir können mal ein bisschen das Versteck aufwerten. Vor allem, weil wir Mechanik jetzt Stufe 2 haben, können wir weitermachen. Da Stufe 20 war so ein Knackpunkt, wo wir jetzt viel nicht machen konnten, weil Mechanik auf Stufe 2 gefehlt hat. Da können wir jetzt tatsächlich schnell mal auch ein bisschen einkaufen und dann Zeug verkaufen. Sicherheitssystem und andere müsste, glaube ich, jetzt gehen. Jo, guck mal, das geht zum Beispiel. Beleuchtung Stufe 3 brauchen wir. Wir sind Beleuchtung Stufe 2. Ja, guck mal, Generator Stufe 2. Okay, erstmal Generator aufwerten. Filter nach Item. 54.000. Gekauft. Die Motoren sind halt recht teuer. Davon brauchen wir 4. Yo. Ein Motor, davon brauchen wir 12. Hat jemand 12 Drähte? 12. 4. 8. 2. Erweitern. So, dauert 5 Stunden das Ganze. Haben wir schon mal einen Auftrag gegeben. Belüftungsstufe. Die Motoren sind mir zu... Oh, die Autobatterien sind schweineteuer. Generatorstufe 2 geht eh nicht. Hier brauchen wir was? Erste Hilfe, Versorgung, okay. Generator. Generator Toilette Stufe 3. Wasser. Ihr merkt schon. Werkbank. Geil. Werkbank geht. 3 davon. 3. Nicht ausreichend Platz im Versteck. Ja, da haben wir das nächste Problem. Charakter. Sortieren. Jo. Was sortierst du da? Das ist ja der Wahnsinn. Händler. Wreckman. So, moin. Das da kannst du haben. Den da, der bringt 40.000, kannst du haben. Helme, behalt mal. Er kauft nur Klamotten eigentlich. So, dann haben wir genug Platz. Dann gehen wir nochmal Versteck. So, dann haben wir also 3 davon. 45.000. 3, jo. Dann brauchen wir 1 davon. 26.000, das ist okay. Dann brauchen wir 2 davon. 42.000, okay. So werden wir halt unsere Kohle los und wir brauchen 3-mal davon. 3, jo. Und dann haben wir Werkbank, erweitern. Dauert auch 3 Stunden. Den Hammer, den will ich sogar finden. Generatorstufe 2, da können wir das erweitern. Das haben wir sogar allen Stuff für. Hier brauchen wir auch Generator und Werkbank. Sind wir gerade dabei. Und Rackman, das war halt das Hauptproblem. Aber, ja. Und Schießstand. Ah ja, das war das auch. Und die Generatoren, die Dinger kosten 80.000. Das ist arm. Das sind mal, ja, 600.000 fast. Und die Dinger sind, die sind auch nicht... Ja, 750.000 kostet Wi-Fi-Kamera. Jojo, nur damit wir bewegliche Ziele haben. Das kann man auch später mal angehen. Aber ja, wir haben ein bisschen was ausgebaut. Ich bin happy. Wir haben ein bisschen Platz geschaffen. Wir haben massiv viel Zeug, was wir verticken können. Einen Hahn. 52.000. Wir müssen halt mal durchgehen. Dann kann man hier den Hahn beispielsweise rein. Ist bei 61.000 Rubel. Sagen wir mal, wir können eigentlich tatsächlich 61.000 Rubel sagen. Das Ding hier verkaufen. Dann wieder hier durch. Das Kingi liegt bei 52.000. Und so kriegen wir halt unsere Kohle wieder rein auch. Klar, Angebotsgebühren und so weiter. Er liegt bei 314.000.
ähnliche Artikel verkaufen. Die Dinger können wir verkaufen für 11.000. Dann können wir verkaufen. Was haben wir denn noch übrig? Gut, der Rest ist eigentlich dann hier wieder drin. Öffnen. Könnte man wieder hergehen und könnte sagen, ja, wir verkaufen, keine Ahnung, Wasserfilter. Die Dinger können wir verkaufen, bringen 25.000. Sind jetzt insgesamt 4 Stück, die wir verkaufen können für 25.000. Da kommt ein bisschen was rum. Hier haben wir noch ganz viel Zeug, was mega viel wert ist. Dieses ganze militärische Gedöns beispielsweise. Ein Tagebuch können wir verkaufen, bringt 34.000 Rubel. Angebot platzieren. Dann haben wir einmal 75.000. 25.000, die A-Stecker brauchen wir nicht mehr. Die Glühbirnen brauchen wir erstmal nicht mehr. Weil später wahrscheinlich wieder 18.000. Sind nochmal 5 Stück, die wir von den Dingern haben. Sind 18.000. Das Stück. Dann von den Zangen. Weil wir die, glaube ich, auch gebraucht haben für irgendwas. Hier dieses Zeug, 23.000. Dann haben wir von der Zahnpasta mega viel. 13.000. Wir können das Zeug ja alles auch wieder kaufen, notfalls. Dann haben wir zwar ein bisschen Verlust und so weiter, aber wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Was ganz wichtig ist. 28.000 dafür. Und jetzt haben wir momentan nichts mehr, aber, ja. Können wir ganz kurz, wir haben jetzt 847.000. Bam, 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 bam. 1,2 Millionen. Und was wir auch machen können, können hier mal ausräumen. Und zwar das, das. Die Rubel sagen, tausche, nachfüllen, prüfen, filtern, zu versichern, wegwerfen. Nee. Können wir nicht teilen? Ah ja, so. Sagen wir brauchen 7.000 um hier rein. Das Ding kann noch weg, das Ding kann weg. Schlüssel muss ich dringend mal sortieren. Und jetzt haben wir 1,4 Millionen, 1,5 Millionen und haben praktisch unsere ganze Kohle wieder drin. Rapor bringt uns unseren Stuff teilweise wieder. Hier ist schon die nächste Nachricht. Ne, jetzt haben wir erstmal alles. Und ja, jetzt haben wir erstmal wieder Platz, können praktisch hier wieder vollfüllen das ganze Zeug. Können dann wieder sagen, okay, wir verkaufen jetzt einfach mal eine ganze Reihe wieder und so weiter und so fort. Und das kannst du halt immer wieder machen dann auch, dementsprechend. CMS können wir auch wieder unten packen. LCD-Display, Schlauch, Zucker. Ne, Zucker geht nicht. Können wir dann auch verkaufen. Essen. Ich muss mal wieder sortieren. Aber alles Dinge, die sich erledigen lassen. Das will da nicht rein. Die können wir auch noch verkaufen. Wir müssen eh nochmal die AKM spielen. Wir können mal ganz kurz gucken in die Aufgaben. Und zwar bei Händler. Was haben wir jetzt erledigt? Therapist haben wir die Aufgabe erledigt. Fertig. Abgeben. Upp. Damit haben wir den zweiten. Durchsuche den Raum im Ressort für jegliche Dokumente über Terra Group Forschung. 4 Saleber kriegen wir dafür. Nett. Dann haben wir bei Brapor eine neue Quest. Achso, das sind nur wieder Dailies. Da spackt irgendwie das Ganze. So, die Tanks, die wir für ihn markieren sollten. Adlerauge. Lukas, hier die erste UFO Absturzstelle auf Shoreline. Ah, die Drohnen sollen wir finden. Cool. Dafür Sig MPX spielen wir dafür frei. Nett. Und ja, Level 20 sind wir. Achso, wir haben auch noch die Maske beispielsweise, die wir verkaufen können. Filter nach Item. Angebot platzieren. 48.000 für das Ding. Um 56.000 sogar im Mittelwert. Wir können den Mittelwert nehmen. Da habe ich gemerkt, du verkaufst das Ding definitiv. Dauert nur vielleicht kurz, aber... Es wird definitiv, da ist es schon, definitiv verkauft. 56.000. Und ja, genug Kohle haben wir. Wir bauen ein bisschen Stash in der nächsten Folge aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.